Wir haben jetzt die große Ehre, noch einen letzten wunderbaren Vortrag wieder zu Kybernetik und Kontrolle zu hören. Und zwar von der Politikwissenschaftlerin und Sinologin Katika Kühnreich. Und es geht zum einen um die autoritäre Nutzung von Daten in China, um die ganzen Scoring-Systeme, die auch immer mal wieder schon heute und vielleicht auch gestern erwähnt wurden, aber auch anderswo. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr alle hier seid, um ein wenig Lebenszeit zu teilen. Das ist das erste Mal, dass ich den Vortrag halte und ich habe so einen schönen grippalen Infekt, deswegen hoffe ich, dass alles gut geht. Aber ich habe gehört, grippale Infekte sind gerade Trend, daher vielleicht geht es ja manchen anderen hier auch. Auf dem CCC habe ich einen Vortrag gehalten, der sich mit Gamification Aspekten von Social Scoring zusammengehangen hat. Und diesmal wurde ich gebeten, vielleicht eher auf Kybernetik einzugehen. Deswegen versuche ich das. Der erste Teil des Vortrags wird sich mit Scoring, sozialen Scoring-Systemen beschäftigen in China und der zweite Teil mit Aspekten einer bestimmten Art von Kybernetik. Das, was ich hier mache, ist nicht in erster Linie eine Kritik an China oder der chinesischen Regierung, sondern es ist, ich nehme die chinesischen Social Scoring Systeme als Beispiel für eine internationale Tendenz, nämlich die Tendenz, soziale Probleme mit Technologien lösen zu wollen. Und das finde ich kritisch. Was ich heute sage, ist nicht die ausschließliche Wahrheit, sondern es ist mein jetziger Forschungsstand. Es werden im Moment unglaublich viele Richtlinien veröffentlicht. Es gibt sehr viele technologische Entwicklungen. Es ist sehr schwierig, da noch den Überblick zu behalten und generell machen Menschen Fehler und ich gehöre zu dieser Spezies. Also wenn euch Sachen auffallen, die komplett falsch laufen, könnt ihr mich gerne benachrichtigen, entweder per Zuruf, per sonstiger Mitteilung. Es gibt einen Blog, das hier eingeblendet ist. Die einzige Existenzberechtigung dieses Blogs ist, mit mir in Kontakt zu treten. Darüber könnt ihr euch also melden. Und genau, ich freue mich über Anregungen. Die erste Frage, die mir oft gestellt wird, ist, was ist denn ein soziales Kreditsystem, Social Credit System oder digitales gesellschaftliches Bewertungssystem? Und da sind wir bei einem großen Problemfall. All diese Begriffe fassen den chinesischen Begriff nicht. Die chinesische Sprache ist wunderschön, allerdings sind diese Schriftzeichen, die hier abgebildet sind, sehr vielschichtig oft. Und der Begriff Xinyong, das sind das dritte und vierte Zeichen dieser Abfolge, kann sehr viel bedeuten im Chinesischen und unter anderem auch so etwas wie Vertrauen oder Aufrichtigkeit bedeuten. Wir haben das Problem, dass es sich um Systeme handelt, die im Chinesischen einen wunderbaren Namen haben, für die es in westlichen Sprachen keine gute Übersetzung gibt. Ich habe deswegen eine Definition versucht, und zwar, dass es digitalisierte Systeme sind, die dazu ausgelegt sind, analoge und digitale Daten über Individuen und Organisationen einer Gesellschaft zu sammeln, um diese zu bewerten und die Gesellschaft so zu steuern. Das heißt, es ist ein Versuch, die Gesellschaft neu zu regeln. Wieso werden sie eingerichtet? Ich möchte zuerst auf die offiziellen Gründe der chinesischen Regierung eingehen. Und die sind Vertrauen. Es soll Vertrauen in der Bevölkerung hergestellt werden. Es soll jedem Menschen in China ermöglicht werden, einen kommerziellen Kredit zu bekommen. Es soll Gerechtigkeit hergestellt werden. Und es soll die Regierungsfähigkeit auf einen modernen Stand gebracht werden. Und das liest sich so, dass es eine zeitgemäße Zusammenführung von Informationen über Grenzen hinweg geben soll. China ist ein sehr großes Land mit sehr unterschiedlichen Regierungsbezirken und da soll man diese Informationen eben schön zusammenführen können. Das sind jetzt die offiziellen Gründe. Ich gehe das jetzt nochmal durch und sage sowas, was mir auch noch dazu einfällt. Vertrauen in der Bevölkerung, da könnte man sagen, die Kommunistische Partei hat ein großes Problem, nämlich China ist ein sehr unruhiges Land und in China gibt es viel Korruption.
die in der Bevölkerung nicht besonders gut ankommt. Das heißt, Korruption wird von der KP als eine Bedrohung ihrer Herrschaft gesehen. Und bevor Leute das in die eigene Hand nehmen und dagegen vorgehen, gibt es jetzt ein System, mit dem man dagegen vorgehen soll. Das mit den kommerziellen Krediten ist ein anderer Punkt. China war bis vor wenigen Jahren ein Bargeldland. Bargeld hat natürlich viele Vorteile. Man kann damit anonym bezahlen. Man kann das Geld unter dem Fensterbrett vergraben und es ist ein paar Jahre später noch da. Und man kann es an Leute weitergeben, ohne dass es irgendwo registriert wird. Bargeld ist gerade leider auf dem Rückweg, also es ist nicht mehr weiter verbreitet. Und China ist innerhalb von wenigen Jahren von einem Bargeldland zu einem App-Bezahlland geworden. Also inzwischen zahlt man meistens mit seinem Smartphone. Das hat natürlich den Vorteil, dass man kein Kleingeld mit sich rumtragen muss. Den Nachteil hat es, dass es nicht anonym ist, dass es reguliert werden kann, dass einem der Geldhahn zugedreht werden kann, dass man nicht einfach mal Leuten Geld rüberschieben kann. Und man kann diese App nicht irgendwo im Garten vergraben. Jedenfalls nicht, soweit ich es weiß. Und die Gerechtigkeit ist natürlich ein breiter, sehr breiter Begriff. Also mehrere Sachen hier drin sind ja moralische. Vertrauen und Gerechtigkeit sind moralische Begriffe. Gerechtigkeit ist etwas, was die chinesische Regierung adressieren muss, denn in China klafft die soziale Schere ganz gewaltig auseinander. Und diesen sozialen Ungleichheiten, dass manche Leute Milliardäre sind und andere Leute nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überbrücken sollen, hat unglaubliche Probleme in der Bevölkerung hervorgerufen. Besonders darf man nicht vergessen, ich weiß nicht, wie viele Leute hier zumindest gebrochen marxistisch sprechen, das ist ein sozialistisches Land, kein kommunistisches. Der Kommunismus kommt erst, wenn die Länder weg sind. Wer klugscheißen will, das ist eine super Möglichkeit. Wenn immer jemand sagt, kommunistisches Land, könnt ihr sagen, gibt's nicht. Also, es ist ein sozialistisches Land. Das heißt, die KP steht vorne und sagt, wir kämpfen für die Rechte und für die soziale Gleichheit. Das muss eine westliche Regierung ja eigentlich gar nicht sagen. Die sind damit nicht angetreten meistens. Und dann Leuten zu verklickern, dass es solche großen Unterschiede auf einmal gibt in der Bevölkerung und dass es eben eine enorme soziale Ungleichheit gibt, ist schwierig. Das heißt, Gerechtigkeit wieder zu versprechen, kann man sagen, kann man machen. Allerdings ist die Frage, wie will die chinesische Regierung das irgendwann einhalten? Da gibt es also so einen kleinen Knackpunkt im System. Und die zeitgemäße Zusammenführung von Informationen, da würde ich sagen, da sind sie komplett offen, das wollen sie wirklich. So, was passiert gerade in China, dass sowas kommt? China ist ein unruhiges Land. Es gab 2014, da wurde diese Richtlinie erlassen zum Aufbau von Social Credit Systemen, gab es ungefähr 250 Massenaufstände pro Tag. Also Massenzwischenfälle sind von der chinesischen Regierung aus gesehen alles von Leuten, die für eine höhere Rente Schilder hochhalten oder für eine Rente, von der sie leben können, bis hin zu bewaffneten Aufständen, die sich länger hinziehen können. Das alles ist ein Massenzwischenfall und pro Tag 2014 sind die offiziellen Zahlen 250 ungefähr, also 248 waren es im Schnitt. Das heißt, China ist ein unruhiges Land, auch wenn das im Westen oft nicht so ankommt. Dann wurde diese Richtlinie erlassen, es gab sehr wenig Resonanz im Westen dazu. Und was darin steht, ist, dass es zum Teil sehr vage formuliert, dass es Möglichkeiten der Zusammenfassung von analogen Daten auf der einen Seite mit neuen digitalen Daten auf der anderen Seite gibt. Und das Ganze wurde versprochen, dass es jetzt ein System gibt, das die Guten belohnt. Also Leute, die sich moralisch gut verhalten, werden belohnt. Und Leute, die konstant Mist bauen, werden bestraft. Und das kommt bei Menschen ja meistens ganz gut an, denn das wäre ja Gerechtigkeit für die meisten. Man kann aber auch sagen, dass soziale Kontrolle zunehmend digitalisiert wird. Und in China ist das jetzt auf dieses Social Credit System, gab es viel Rückmeldung in den letzten Jahren, aber in China gibt es seit Jahren eine Tendenz, die man unter dem Namen Klarnamenregistrierung auch sehen kann. In China gibt es wenig Anonymität im Netz. Man muss inzwischen sehr viel registrieren, man kann sich dann selber einen süßen kleinen Spitznamen geben, aber die chinesische Regierung weiß, wer hinter der Handynummer, wer hinter dem Endgerät sitzt und wer hinter welchem Nicknamen sitzt in China.
Die weitere Frage ist, für wen gelten die Systeme? Also es gibt zwei Systeme, das fällt oft runter. Es gibt eins für Privatpersonen und es gibt eins für Firmen und Organisationen. Die Richtlinien über Firmen und Organisationen sind sehr viel ausgearbeiteter. Und es gibt inzwischen so viele Gesetze, die mit dem Social Credit System zu tun haben, dass man manchmal so überlegt, welches Gesetz vielleicht nicht damit zu tun hat. Firmen werden sehr viel besser überwacht und wenn hier irgendjemand zufällig eine riesige Firma in China betreibt, auch ausländische Firmen sind davon betroffen. Das fällt der deutschen Wirtschaft so langsam auf. Und bei Firmen wird auch bewertet, was die Leute im Führungsgremium tun. Deswegen kann man die beiden wieder ein bisschen näher zusammensetzen. Sie hängen also wieder zusammen, da die Privatpersonenbeurteilung wieder in die Firmenbeurteilung gehen kann. Und es existieren verschiedene Arten von Systemen für Privatpersonen. Es gibt staatliche Testsysteme und es gibt privatwirtschaftliche Systeme zum Ermitteln dieser Kreditwürdigkeit von Menschen. Die staatlichen sind lokal begrenzt. Die anderen sind landesweit. Es gibt in den staatlichen, kann man sich nicht überlegen, ob man mitmachen will oder nicht. Man wird auch nicht unbedingt benachrichtigt, während man sich bei den privatwirtschaftlichen Systemen frei entscheiden kann. Also gut, da wird auch ein bisschen mitgefälscht. Es gab vor kurzem, letztes Jahr, die Option für alle Leute, die eine Zahlungs-App genutzt haben, dass man sich seinen gesamten Zahlungsverkehr vom letzten Jahr ganz toll aufgeschlüsselt in verschiedene Kategorien. Kategorien sind ja was ganz Tolles. Darstellen kann und wenn man da auf Ja geklickt hat, hat man meistens nicht gesehen, dass da so ein kleines Opt-in-Häkchen war und da siehst, dass man bei so einem Social Credit System mitmacht. Das ist auch nicht gut angekommen in China bei den meisten Leuten. Also da wird auch so ein bisschen getrickst, um die Leute reinzukriegen. Und die staatlichen Systeme arbeiten mit etwas, was Listen heißt und gibt schwarze Listen und rote Listen. Und anders als im Naturschutz, wo man nicht auf der roten Liste stehen möchte, die roten Listen sind in China das Gute und in der schwarzen Liste, da stehen Leute, die bekommen jetzt schon negative Auswirkungen dafür, was sie gemacht haben. Zum Beispiel, weil sie eine Strafe vom Gericht nicht gezahlt haben. Das heißt, dass man dann keine Luxusgüter kaufen darf. Und das heißt, dass man keine Immobilien erwerben darf, dass man seine Kinder nicht auf Privatschulen schicken kann, dass man andere Luxussachen nicht nehmen kann. Das funktioniert natürlich sehr gut, wenn man kein Bargeld mehr hat, weil wenn man mit Bargeld bezahlt, merken die Leute ja gar nicht, wer man ist. Es gibt auch in den Richtlinien zu Social Credit Systemen den Punkt Privatsphäre und den Punkt sein, wie man rauskommt, wenn man Fehler gemacht hat, also wie man zum Beispiel seinen Score verbessern kann, wie man von der schwarzen Liste runterkommt. Das ist allerdings noch sehr vage formuliert. Aber es wird versprochen, dass auf alle Daten gut aufgepasst wird. Das ist wunderbar. Bei dem privaten System, das mit Zahlenwert im Deutschen gerne Score genannt arbeitet, ist es halt schwieriger mit den negativen Aktionen. Also A, ist es schwierig zu sagen, dass die privaten Daten nur privat genutzt werden von dem Anbieter. Und das Zweite ist, da sind wir jetzt ganz kurz beim Thema Gamification doch wieder, in der Gamification ist der niedrigste Zahlenwert eine Bestrafung. Wenn das System bei 350 Punkten startet und man hat 350 oder 360, dann hat man einen schlechten Punktestand. Das ist die Bestrafung, da will man ja wegkommen. Man will ja auf den Höchstpunktstand kommen oder zumindest auf diesen Punktestand, wo man diesen Gratis-Mixer kriegt. Die nächste Frage, die gerne gestellt wird, ist, wie wird dieses landesweite System aussehen, das bald eingeführt wird? Und darauf gibt es endlich eine einfache Antwort. Es ist noch nichts darüber bekannt. Die chinesische Regierung lässt sich dabei nicht in die Karten gucken. Es gibt im Moment verschiedenste Systeme, die ausprobiert werden. Es gibt über 40 staatliche Testsysteme und diese staatlichen Testsysteme unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Es gibt Systeme, wo die Bevölkerung ungefähr den gleichen Wert hat und es gibt Systeme, wo es sehr große Unterschiede gibt. Und das ist auch etwas, was in der Vergangenheit oft von der chinesischen Regierung praktiziert wurde. Es werden ganz unterschiedliche Systeme parallel ausprobiert. Zum Teil sind die sehr viel weiter als hier im Westen praktizierte emanzipative Systeme. Zum Teil sind sie daher zurück.
Aber man guckt erst, was ankommt, wo sich Fehler ergeben, wie es aufgenommen wird von der Bevölkerung, bevor man etwas Großes implementiert. Und die privatwirtschaftlichen Systeme sind jetzt ein bisschen raus aus der Social Credit Sache, weil die chinesische Regierung gemerkt hat, dass diese privatwirtschaftlichen Systeme ganz wunderbar vor allen Dingen darauf geachtet haben, dass Leute ihre eigenen eigenen Plattformen nutzen. Das heißt, wenn ein Anbieter Punkte gegeben hat, dann hat er vor allen Dingen Punkte dafür vergeben, wenn man nur die firmeneigenen Services genutzt hat. Und da hat die chinesische Regierung gesagt, das ist jetzt vielleicht doch nicht so schön, um den neuen guten Sozialisten zu erziehen. Die nächste Frage, die sich immer wieder angegeben hat, wie können Daten erhoben und verknüpft werden? Es gibt sehr viele Papierdaten, die eingerechnet werden, sowohl in dem wirtschaftlichen System als auch in dem privatwirtschaftlichen, ist immer noch sehr viel auf Papier gedruckt. Das soll aber in den nächsten Jahren Schritt für Schritt digitalisiert werden. Und darauf aufbauend gibt es eine Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Credit-Anbietern und Datenbanken. Und die privaten Anbieter sammeln auch weiter Daten. Sie geben die nur nicht mehr genau an eine Stelle weiter, sondern es wird immer noch ein Pool gebildet von der Regierung, wo die privatwirtschaftlich erwirtschafteten Daten eingegeben werden. Die sind also nicht verloren, es wird weiter gesammelt. Und wie im Westen, das ist jetzt ein bisschen früh, wie im Westen ist es natürlich auch so, ist es sehr schwierig mit Daten zu sagen, die gehören nur einer Person. Daten sind beliebig oft kopierbar. Und wie im Westen Regierungen äußerst interessiert an Daten sind, ist es in China halt auch so. Und wenn privatwirtschaftlich Daten gesammelt werden, selbst wenn die Technologiefirmen sagen, nein, wir passen da ganz gut drauf, ist die Frage, können sie das? Haben sie dafür Voraussetzungen? Oder gibt es Backdoors in den Programmen, in denen gesammelt wird? Gerne eingesetzt wird künstliche Intelligenz in China, ein Bereich, wo die Regierung auch vor ein paar Jahren gesagt hat, dass China da führend werden muss. Und sehr ausgeprägt in China ist die Gesichtserkennung. Es gibt auch Bereiche, in denen man mit Gesichtserkennung bezahlen kann. Es wird inzwischen enorm viel über Gesichtserkennung geregelt. Die chinesische Version von Airbnb arbeitet auch mit Gesichtserkennung. Es gibt unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten. Und natürlich ganz klassisch die Ortung. Wobei man da sagen muss, wir machen das natürlich auch einfach, wenn wir immer ein Mobile-Tracking-Device mit uns herumtragen, dann kann man natürlich schön geortet werden. Das ist sozusagen der partizipierende Anteil daran. Und es gibt in China sehr abstruse Dinge, die gerade passieren. Und ein Beispiel, wie versucht wird, durch solche Sachen zu erziehen, war eine Kreuzung in Shenzhen, wo es ein Problem gab, das jetzt nicht unbedingt weltbewegend ist, aber wie an vielen Kreuzungen wurde sehr gerne alles ignoriert, was Regeln hieß, was in China sowieso ein Hobby ist. Und dann hat die Regierung gedacht, was kann man damit machen? Wir haben Gesichtserkennung, das ist doch ganz einfach. Wir machen da eine Gesichtserkennung dran und machen da im Hintergrund so eine schöne Tafel und dann können wir alle filmen und identifizieren, die was falsch machen und dann kriegen die Probleme. Und so wurde das dann auch gemacht. Und es wurde zusätzlich im Internet veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch läuft, weil die Homepage ist inzwischen, also die Seite zumindest ist inzwischen tot. Es wurde gezeigt, also die Bilder wurden veröffentlicht, der Nachname wurde angegeben und Teile der Ausweisnummer. Also man sieht, es sind Teile anonymisiert mit Sternchen. Und es gibt auch Städte, wo man dann einfach noch gleich eine Textnachricht gekriegt hat, um zu sagen, du, wir wissen, dass du gerade bei Rot über die Ampel gegangen bist. Das sind natürlich Sachen, wo man sagt, ein bisschen skurril. In anderen Städten hat man das versucht, indem man den Leuten, die bei Rot gelaufen sind, einfach die Hosen nass gespritzt hat. Das war vollkommen analog, aber vielleicht für manche Leute sogar unangenehmer. Aber eine andere Art, wie es aussehen kann, ist halt auch das. Das sind jetzt keine Google Glasses, aber chinesische Produktion. Da sind halt einfach Brillen mit Gesichtserkennungssoftware, die eingesetzt werden an Verkehrsknotenpunkten, im Moment, soweit ich weiß, eben noch als Versuche. Damit kann man wunderschön in einer Menschenmenge Leute ausfindig machen.
Und dadurch, dass man so viele Kameras überall aufgehängt hat, kann man dann natürlich auch verfolgen, wo die Person hinläuft. Und wenn man dann gleich noch die Nummer des Smartphones hat, umso besser. Das erschreckt viele Leute. Wobei es gibt zwei gute Nachrichten. A, das wird schon länger gemacht, früher eben über RFID-Chips. In chinesischen Ausweisen waren schon sehr früh RFID-Chips und man konnte schon Anfang 2000 sehen, wie Sicherheitsbeamtinnen und Beamte an Verkehrsknotenpunkten mit einem RFID-Scanner standen und die Leute dann sortiert haben, beziehungsweise ein Stück weiter standen dann die Leute, die sortiert haben. Und das zweite Gute ist, wie man hier vielleicht sieht, chinesische Polizistinnen und Polizisten tragen Identifikationsnummern. Das ist was, was in Deutschland nicht flächendeckend geht. In China geht das. Und das dritte Gute ist, in deutschen Ausweisen sind ja auch schon RFID-Chips und biometrische Daten drin. Das heißt, man muss sich keinen neuen Ausweis kaufen, falls sich hier was ändert. Mir wurde gesagt, es ist auch immer was Positives dazu sagen. Wohin können jetzt diese ganzen Sachen führen? Im Chinesischen gibt es ein Mem, die Zeichen gehören jetzt nicht dazu, aber das sieht so aus, nämlich die selbstregulierende Internetnutzerin oder Internetnutzer und natürlich auch gerne der selbstregulierende Bürger oder Bürgerin. So, die W-Fragen mochte ich schon immer gerne. Eine Frage, die mir gestellt wird oder die ich mir auch gestellt habe, ist, weshalb macht man denn sowas? Wie kommt man denn auf so eine Idee? Naja, Daten sind was Faszinierendes, denn wir können die Daten nicht fühlen, nicht schmecken. Keiner unserer Sinne hilft uns mit Daten weiter. Und so sind wir natürlich auch total hilflos, wenn jemand was mit unseren Daten macht, was wir gar nicht möchten. Wir merken das gar nicht. Daten sind beliebig oft kopierbar. Das ist etwas, was Menschen sehr schwer fällt zu verstehen, erstmal, dass man was vermehren kann, ohne dass es nachher jemand anderem fehlt. Und wir können eben sehr schlecht mit diesen unsichtbaren Gefahren umgehen. Das hat man gemerkt bei der Atomkraft. Es war unglaublich schwierig für Menschen zu verstehen, dass etwas, was man nicht mit Sinnen merken kann, gefährlich für einen ist. Da gab es unglaublich schwere Unglücke, bevor sich sowas in den Menschen eingebrannt hat, dass Atomkraft zumindest Gefahren mit sich bringt, wenn man überhaupt von Vorteilen, die man kurzfristig nutzen kann, sprechen kann. Allerdings waren diese großen Unfälle auch Vorzeiten, bevor man so beschäftigt war mit seinem kleinen Smart, mit seinem Smartphone, das wir mit uns tragen. Denn wir hatten ja auch schon genug Datenskandale eigentlich. Es könnte ja schon so ein bisschen geklickt haben bei Menschen, dass Daten was Wertvolles sind. Aber das ist es nicht. Und immer noch glauben ja auch viele Leute, dass man im Kapitalismus von der Firma einen Mixer geschenkt bekommt. Also seinem eigenen Nachbarn den Schlüssel geben zum Blumengießen, das ist immer kritisch. Da muss man ja jemanden in seine Privatsphäre lassen. Aber Facebook scheint für Leute was unheimlich Faszinierendes zu sein. Und hinter diesen Systemen, die eingeführt werden, steht ja nicht nur eine Idee, sondern einmal steht da eine Idee hinter uns, das zweite ist ein Menschenbild. Und dieses Menschenbild, darauf hacke ich gerne rum, weil ich es unglaublich wichtig finde. Denn das Menschenbild bestimmt, wie ich dein System sehe auch. Wenn ich eine Gesellschaft, wenn ich sage, das wäre meine ideale Gesellschaft, ist das unglaublich stark beeinflusst von meinem Menschenbild. Wenn ich glaube, um jetzt ein kleines Beispiel aus der deutschen Geistesgeschichte oder europäischen Geistesgeschichte zu nehmen, ist der Mensch des Menschen Wolf oder nicht? Wenn ich glaube, dass der Mensch andere anfällt, werde ich natürlich eine andere Gesellschaft entwickeln, als wenn ich denke, der Mensch, der kümmert sich gerne um andere Leute. Ne? Und die Idee hinter ganz vielen Systemen, die steuern, ist die Kybernetik. Kybernetik, der Name kommt ja auch aus dem Altgriechischen und heißt, ein Schiff zu steuern. Und bei Schiffen gibt es ja immer Gegenbewegungen, egal ob durch die Tide, durch den Wind, durch andere Einflüsse. Man tariert also immer aus. Und keine Sorge, ich will jetzt niemanden mit einer Geschichte der Kybernetik langweilen oder sonstig groß einsteigen. Ich möchte sagen, wo ich die Probleme daran sehe, an der Kybernetik, die gerade in China begeistert aufgenommen wird oder auch von bestimmten Machern im Silicon Valley oder auch hier in Deutschland. Diese Steuerungstheorie, die im Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde, hat etwas an sich, was mir nicht gefällt. Nämlich, wie sie den Menschen sieht und wie sie Gesellschaften aufbauen will. Und ein bekannteres kybernetisches Werk heißt Designing Freedom, also wie man Freiheit designt.
Es gibt dieses Jahr einen Kongress in Deutschland, der heißt Redesigning Freedom, also man kann die Freiheit immer wieder designen. Und was die Kybernetik aber benötigt, sind Datenproduktion und Infrastruktur für Daten. Und dafür wird es ja immer besser in den letzten Jahren. Um die Kybernetik gab es sehr viele Diskussionen. Im Westen wurde sie erst gut angekommen. Dann gab es, als die Angst vor dem Sozialismus und dem Kommunismus in den 50er Jahren, besonders in den USA, so stark war, gab es sehr viel Angst, dass die Kybernetik den Kommunismus fördern könnte. Es gab dann in der Sowjetunion wurde sie verachtet. In Allende, Chile dachte man, man kann damit den Sozialismus hervorrufen. Und in den 50ern bis in den 70er Jahren gab es in der westlichen Welt sehr viele Diskussionen um die Kybernetik, über die Auswirkungen von Kybernetik. Und inzwischen, wo die Kybernetik immer mehr Einfluss gerät, fehlt mir diese Diskussion. Und ich finde, diese Diskussion müssen wir führen, wofür die Kybernetik dieser Ausprägung stehen kann. Aber weiter zum Menschenbild. In der Kybernetik, die von Machern des Silicon Valleys, wie zum Beispiel Eric Schmidt, der hat ja viel geschrieben, das lohnt sich mal da reinzulesen, finde ich immer. Das Menschenbild, das da vertreten wird, ist eines des Menschen, den man von außen manipulieren kann. Der Mensch wird eher, und dafür kann man auch in die Facebook-AGBs gucken, wie der Mensch gesehen wird. Nämlich, wenn man bei Facebook bei den AGBs auf Ja klickt, dann sagt man ihr dürft mit mir Experimente machen, ihr dürft mit mir Menschenversuche machen. Das heißt, man ist deren kleine Laborratte, der Tricks beigebracht werden. Und ich mag Ratten, ich finde Labore auch gar nicht so schlecht, aber ich hatte nie das Gefühl, irgendwie die Ratte im Labyrinth sein zu wollen. Aber in dieser Art von Kybernetik wird der Mensch genauso frei und urteilsfähig gehalten wie eine Laborratte. Und genau da möchte ich dann doch nicht hin. Es geht halt in Richtung einer gelenkten Gesellschaft. Einer gelenkten Gesellschaft, die sicher ist. Aber es gibt halt Sicherheit oder Freiheit. Beides kann man nicht haben. Und was mir in der ganzen Diskussion fehlt, ist, dass, wenn man sich ein wenig umguckt, man drauf kommen könnte, dass dieser Planet endliche Ressourcen hat. Wenn ihr weiterreden wollt, könnt ihr das, ich bin nicht konzentrationsfähig gerade im Moment, könnt ihr das dann einfach wann anders machen? Danke. Es ist ein Planet, auf dem wir leben, mit begrenzten Ressourcen. Und wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Und statt dass der Mensch sich den Maschinen anpasst, wäre es vielleicht besser zu überlegen, wie man Maschinen einsetzen kann, wenn man schon so viel mit Maschinen machen kann, damit man diese Ressourcen behalten kann und damit man anderen Leuten auf diesem Planeten auch noch ein Leben ermöglichen kann. Und ein weiteres Problem, das sich in diesen ganzen Bewertungsmechanismen, in diesem Scoring abbietet, sind Kategorien oder, wie ein deutscher Philosoph das genannt hat, namens Marc-Uwe Kling, Peters Problem. Daten werden verarbeitet, Kategorien werden gebildet, das ist wichtig dafür, aber die können halt auch falsch sein. Menschen machen Fehler und Programme, die von Menschen geschrieben sind, Technologien, die von Menschen entwickelt wurden, sind auch fehlerhaft. Aber diese Kategorien werden uns überhaupt nicht offengelegt meistens. Die Verarbeitungsalgorithmen oder die Kategorien, von denen wissen wir es nicht. Und dadurch wissen wir auch nicht, ob diese Kategorien richtig für uns sind, ob wir in der richtigen Kategorie leben oder ob wir vielleicht Peters Problem haben. Und was mir in letzter Zeit auffällt, ist, dass die Tendenz, Entscheidungen, die von Maschinen getroffen wurden, als objektiv zu sehen, sich immer weiter verbreitet. Aber da sind wir wieder bei dem Problem, dass die Menschen die Maschine entwickelt haben. Und Microsoft, der Tay entwickelt hat. Der Chatroboter Tay, der innerhalb von Stunden zum rassistischen Monster mutiert ist, ist dafür ein Beispiel, wie man Algorithmen durch Algorithmen Menschenhass transportieren kann. Und die Sache mit den Kategorien, an denen wir nicht mitstrecken können, an den Algorithmen, an denen wir nicht mitstrecken können, das ist für mich ein Zeichen, dass wir eben nicht sozusagen gleichberechtigt mitspielen dürfen, sondern wir die Spielbälle sind. Und das Ganze der Kategorien und des Nicht-Mitspielens ist eben kein chinesisches System, wie es in manchen Berichten über das chinesische Credit-System gesagt wird. Auch im Westen gibt es Firmen, die mit unseren Daten, unserem Online-Verhalten und dem Ganzen sehr viel Geld verdienen.
Und Kategorien, die die benutzen, sind auch nicht unbedingt netter. Es handelt sich darum, welchen Religionen wir anhängen, ob wir Interesse an Diäten haben, Interesse an Gartenarbeit, Online-Freunde. Wirklich, das finde ich interessant. Also das würde ich echt mal gerne wissen, wie das ermittelt wird. Dann wird es besser, ne? Es wird alles, ob man was verkaufen kann, da sind es natürlich andere wichtige Sachen noch. Politische Ansichten, Abtreibung vorgenommen, auch wichtig. Offizielle sexuelle Orientierung und, na komm, ja, wirkliche sexuelle Orientierung. Man könnte auch sagen, dass da ein bisschen Patriarchat mit transportiert wird an der einen oder anderen Kategorie. Und ich empfehle das Blog, wo ich das her kopiert habe, Tame & Shape, beschäftigt sich unter dem Stichwort Social Cooling mit den Auswirkungen von dieser ganzen Kategorisierung und den Abkühlen von sozialen Beziehungen durch Digitalisierung. Ein Punkt, der auch noch gerne erfragt wird, ist, wie sicher sind meine Daten in so einem digitalen System? Ich denke immer, nicht so besonders. Es gibt allerdings ein Zitat von der chinesischen Regierung, dass es ungefähr genauso schwierig zu sein, Datensätze zu stehlen, wie Atomsprengköpfe zu starten. Das hat mir wirklich Sorge gemacht, da 2017 Reporterinnen und Reporter in Südchina mal geguckt haben, was hinter diesen ganzen Kleinanzeigen ist, die es überall gibt in China, dass man, wenn man nur die Telefonnummer, die Ausweisnummer von einer Person hat, dass man dann unglaubliche Mengen von Daten herausbekommen kann. Die haben gesagt, okay, kommt Kinder, wir machen das mal, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand, fragen ein paar Leute, ob wir deren Ausweise oder Telefonnummer benutzen können und haben losgelegt. Also für ungefähr 70 Euro pro Datensatz haben sie Folgendes bekommen. Hotelaufenthalte inklusive Raumnummer und mit wem man unterwegs war bis ins Jahre 2011. Alle genutzten Flüge und Bahnverbindungen, besuchte Internetcafés, Grenzübertritte, Wohnungen und Meldeadressen, Bankinformationen von allen 4 führenden Banken Chinas, Führerschein inklusive Punktedatei und Fahrzeugregistrierung und die GPS-Standorte. Und die konnte man auch in Realtime kriegen, also da konnte man gleich nachgucken. Und das sind tatsächlich Datenbanken, da muss irgendjemand aus dem Staat mitgemacht haben. Also da muss jemand sehr hoch gewesen sein, um alles an diese Informationen rangekommen zu sein. Und da sieht man eben auch ein Problem, das durch Kybernetik nicht gelöst wird. Ich habe schon Wortfindungsstörungen. Es ist die soziale Komponente. Es ist eben nicht nur technologisch muss es sicher sein, sondern es muss ja auch sozial sicher sein. Die menschliche Faktor ist, und wenn der Mensch ein bisschen gieriger ist und sagt, für ein paar Euro mehr gebe ich auch ein paar Daten ab, dann gibt es halt Datenhandel. Und dadurch ist man natürlich unglaublich erpressbar, wenn solche Daten in die falschen Hände geraten. Und ein Punkt, der mir in diesem ganzen Reigen noch gefehlt hat, den ich jetzt sozusagen noch dran klebe, ist der Abhängigkeiten. Und da gab es ein erschreckenderes Zitat auf einer Messe für Sicherheitstechnologie für die Polizei und Grenzschutz. Da hat jemand verkündet, dass man sehr viel weiter ist inzwischen in der Verbrechensbekämpfung, nämlich dass Leute nicht mehr ohne ihr Smartphone leben können und es deswegen total schön ist, weil niemand kann mehr weglaufen. Hat also alles sein Gutes. Es gibt ein paar Punkte, die ich zusammenfassen möchte. Zum ersten ist das natürlich, Missbrauch von Daten oder autoritäre Nutzung von Daten kommt nicht nur in China vor. Daten sind Macht und das ist eine Art von Macht, die wir im Moment noch um uns werfen und die, glaube ich, sehr vielen Leuten nicht bewusst ist. Und Datenproduktion kann uns schaden und anderen auch. Das ist entweder, weil ich ständig tue und alle, die es nicht tun, irgendwann auffällig werden oder weil ich vielleicht Sachen veröffentliche, wo Daten drin enthalten sind, die gar nicht hätten veröffentlicht werden dürfen. Es werden Abhängigkeiten erzeugt, die sehr, sehr stark sind. Aber diese Abhängigkeiten kann man abschütteln. Man kann ja einfach mal einen Tag ohne machen, also mit Bargeld, ohne Smartphone zum Beispiel. Und ein Punkt, der
mir aufgefallen ist, der immer wieder unter den Tisch gefallen ist, ist, dass Daten Bestand haben. Daten sterben nicht von alleine. Gut, das ist jetzt kein Publikum, dem man das nahebringen muss. Aber Daten überstehen halt eigentlich. Wenn der Datenträger nicht geschreddert wird, dann überstehen die einen mal locker. Und dadurch, dass sie dezentral und oft kopiert gespeichert werden, ergibt sich noch ein anderes Problem. Nämlich jedes Mal, wenn sich der Datensatz ändert, muss der ja eigentlich in allen Bereichen geändert werden. Und damit das kleben bleibt, habe ich das eben in diesen hässlichen kleinen Schüttelraum umgegossen. Regierungen kommen und gehen, Daten bleiben bestehen. Das gilt allerdings nicht, haben wir in Deutschland gelernt, für alle Daten. NSU-Daten gab es nur einmal, die waren auf einem Stück Papier und wenn die geschreddert wurden, dann waren die weg. Das haben wir alle gelernt, das wurde so gesagt. Aber wohin führt uns das? Ich würde es darunter zusammenfassen, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir Nutzerinnen und Nutzer sind, die einfach okay klicken, weil eine andere Option gibt es nicht mehr, oder ob wir mitbestimmen wollen. Und mitbestimmen heißt für mich, an den Regeln mitbestimmen und nicht daran zu bestimmen, ob ich jetzt ein rosa oder ein blaues Herzchen haben will. Das ist mir ziemlich egal. Mir ist auch egal, wo ich im Supermarkt die Sachen bekomme. Ich möchte mitbestimmen, wie die Regeln sind. Denn das hat für mich mit freier Gesellschaft zu tun. Denn irgendwann sind Systeme weit, dass man nicht mehr mitbestimmen kann oder dass sich die gesamte Masse schon daran gewöhnt hat, dass man nichts zu sagen hat. Und das finde ich sehr schade. Also müssen wir ein bisschen aktiv sein. Denn womit uns sehr viel verkauft wird inzwischen, ist Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist für mich kein Lebensziel. Wenn mir jemand sagt, mein Lebensziel ist Bequemlichkeit, dann muss ich an Wall-E denken und den Menschen, wie er da aussieht, von diesem süßen, niedlichen kleinen Film. Bequemlichkeit, mit dem wird einem fast alles verkauft. Und das finde ich gefährlich, weil eigentlich heißt das, wenn du faul und ein bisschen langsam im Kopf bist, dann finden wir dich ganz spitze. Mir geht es darum, dass ich lieber eine Diskussion führen würde über ein gutes Leben. Und ein gutes Leben hat für mich mit Autonomie zu tun. Und Effektivität. Effektiv kann man gegen die Wand fahren. Man kann Schnelligkeit und Effektivität sind für mich keine Größen, nach denen es sich zu streben lohnt. Denn ob Schnelligkeit oder Effektivität gut ist, hängt von dem Ziel ab. Ich kann nämlich auch sehr schnell und effektiv Menschen umbringen. Dann ist es für mich kein guter Begriff mehr. Deswegen lass uns doch lieber darüber reden, wie man ein gutes Leben führen kann. Auf einem Planeten, der auch für die späteren Generation noch da ist. Also, auf ein gutes Leben. Das war's schon. Also ich glaube, wir können an dem Applaus schon ein bisschen erkennen, der war nicht immer so stark heute, dass der Vortrag ganz gut angekommen ist und es gibt auf jeden Fall auch schon eine Nachfrage. Ja, Katika, du hast dargestellt, dass es sinnvoll ist, sich zu wehren, sich zu bewegen und nicht alles zu schlucken. Ja. Du kennst vielleicht die Firma JASIC Technology, wo Leute Schweißapparate in Shenzhou herstellen und wo die Leute versucht haben, eine eigene Gewerkschaft zu gründen. Ja. Und da sind dann, ich weiß nicht, 300 oder 400 Studenten aus Nachbarstädten zur Solidarität gekommen, aber nach dem, was du hier dargestellt hast und was sich in der Praxis auch bis nach Europa hat rüberspielen lassen, sind viele von denen festgesetzt worden, zum Teil immer noch inhaftiert, also etliche Studenten sitzen immer noch im Knast, weil sie Solidarität mit diesen für eine eigene Gewerkschaft kämpfenden Menschen ausgeübt haben. Also ich denke, genau an der Stelle sollten wir uns überlegen, dass wir unsere Rechte wahrnehmen, bevor wir unter solche Angstzustände oder solche Risiken kommen. Weil der Mut, als Studierender in der Volksrepublik China sich gegen den Staat oder gegen dieses Machtsystem zu stellen, hat ja viel schlimmere Konsequenzen, als wir es aus der Bundesrepublik zumindest gewohnt sind. Ja. Das auf alle Fälle, weil wenn man sich, es gibt ja natürlich den bösen Spruch noch, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Aber ich denke halt wirklich, müssen wir aus dieser Bequemlichkeitsecke rauskommen, weil wenn man sich bequem eingerichtet hat, dann hat man ja überhaupt keine Lust mehr, was zu verlieren. Freiheit heißt, dass man was zu verlieren hat. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja, hallo. Vielen Dank für den Vortrag auch von mir. Ich muss bei dem Thema insbesondere davon, wenn es darum geht, dass man sich zum Beispiel mit anderen solidarisiert,
viel auch an die gewaltfreien Bewegungen des 20. Jahrhunderts denken. Also angefangen in Südafrika schon im 19. Jahrhundert mit Gandhi, weiter in Indien, im the Civil Rights Movement in Südafrika und so weiter. Ich denke, es ist lohnt, sich das nochmal anzuschauen und zu schauen, wie wir diese, wie wir Gewaltfreiheit ins 21. Jahrhundert tragen können und wie wir Bewegungen aufbauen können, die irgendwie es schaffen, eine breite Masse an Menschen auch zu bewegen, weil letztendlich wird es auf eine Art nötig sein, das zu tun. Und also bei uns liegt die Macht, bei den vielen, aber nur wenn wir viele sind, nicht wenn wir einzeln sind. Deswegen eine Frage von mir auch. Du hast das zugrunde liegende Menschenbild auch angesprochen, dass zum Beispiel der Kybernetik zugrunde liegt. Und meine Frage ist, wie können wir es schaffen, das zu verändern? Weil ich glaube, dass das auf eine Art wirklich, wirklich auch ein Kernpunkt ist, dass wir es schaffen, auf einer breiten Ebene irgendwie es zu schaffen, dass Menschen anders über Menschen denken. Ich glaube, wir können, okay, das hält, glaube ich. Ich glaube, eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, dass wir versuchen, die Finger in sämtliche Ritzen zu pressen, die uns gibt, indem wir versuchen, auf verschiedensten Ebenen daran zu arbeiten. Und du hast eben von gewaltfreien Bewegungen gesprochen. Die Gegnerinnen und Gegner dieser Bewegung haben sie nie als gewaltfrei gesehen. Ich wäre sehr vorsichtig mit dem Begriff, weil was ich kenne aus der Geschichte von sozialen Bewegungen ist A1, dass Erfolge nicht erbettelt, sondern erkämpft werden. Das heißt jetzt nicht unbedingt mit Waffen. Aber ob etwas gewalttätig ist oder nicht, das dürfen wir ja auch ganz oft nicht mitbestimmen. In Deutschland galten Sitzblockaden als Gewalt. Was vielleicht viele Leute sagen, ist gar nicht. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit dem Wort gewaltfrei, weil gewaltfrei oft dazu eingesetzt wird, um Bewegungen zu spalten. Das konnte man jetzt am Hambacher Forst sehen. Es gibt die Guten und die Bösen. Und da müssen wir gucken, okay, was will ich? Was ist denn das für mich? Und uns nicht so sehr von solchen, da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht in so eine Spaltungskategorie reinkommen. Aber ich glaube, eine Möglichkeit, Sachen zu ändern, ist, dass man sich vehement dafür einsetzt und dass man nicht sagt, okay, 19 bis 21 Uhr kümmere ich mich um das und ansonsten rede ich überhaupt nicht mit Leuten darüber, sondern ein Spiel, das man gerne machen kann, ist zum Beispiel an der Kasse Payback-Punkte. Die Leute freuen sich total darüber, das kann man aus der Gamification lernen. Man schenkt einfach seine Payback-Punkte an jemand anderen, die Person freut sich, da ist man gleich ein netter Mensch, ne? Und dann fängt man ein bisschen an, über Datenhandel zu reden. Das ist super, das kann man jeden Tag machen, aber ich glaube, es reicht nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen wirklich an verschiedenen Punkten anfangen, es anzustoßen. In der Anti-Atom-Bewegung hat sich sehr viel Erfolg dadurch eingestellt, indem man gesagt hat, okay, wir bilden einen Minimalkonsens und dann arbeiten wir alle in ihrem Bereich nach allen Kräften und wir werden uns nicht voneinander losdivigieren lassen, indem wir sagen, die einen sind gut und die anderen sind schlecht. Distanzierungen wurden in der Anti-Atom-Bewegung sehr lange überhaupt nicht gerne gemacht. Ja, also danke dafür auf jeden Fall. Was mir dazu einfällt, ist, ich glaube tatsächlich, dass gewaltfreie Bewegung viel Gewaltfreiheit falsch verstanden ist, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist und es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Gewalt und Kraft. Gewaltfreie Bewegungen sind sehr kraftvoll und sehr mächtig und sie können auch auf es ist nicht unbedingt so, dass die davon betroffen sind, immer freiwillig tun, was sie tun dann. Und ob das dann nachhaltig ist, hängt natürlich davon ab, ob sie tatsächlich überzeugt sind dann im Anschluss oder ob sie es nur gemacht haben, weil sie ihr Gesicht wahren wollten. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass da viel, viel ein großer Schatz drin liegt, wenn wir es schaffen, als Gesellschaft uns damit zu beschäftigen. Ich würde nicht sagen, dass Gewaltfreiheit etwas ist, was wir einfach sagen sollten, ist ein doofes Wort, sollten wir nicht um uns werfen. Ich glaube, wir sollten das benutzen. Und ich denke nur, wenn wir es schaffen, mit Kraft, aber ohne Gewalt vorwärts zu gehen, können wir es schaffen, die Menschen insgesamt zu überzeugen und letztendlich, es geht nicht, die Sache ist, es geht ja nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, es geht darum, eine sinnvolle Lösung für uns alle zu erreichen. Und wenn wir mit Kraft agieren und in Gewinner und Verlierer denken, dann gibt's immer die, die unten sind und die, die oben sind. Und die, die unten sind, haben meistens Missgunst gegenüber denen, die oben sind. Und klar, es gibt immer Differenzen, aber ich glaube, wir kriegen das hin, wenn wir wollen.
Hallo, danke für den Vortrag. Ich habe ist, glaube ich, ein bisschen konkretere Frage, und zwar von außen wirkt es ja mal so, als wäre es so die chinesische Regierung so ein monolithisches Ding, was dann eine Entscheidung trifft. Aber ein bisschen reingeschaut, gibt es ja da verschiedene Familien und verschiedene sozusagen Freundesnetzwerke auch innerhalb der Regierung, und die einen sind eher im Norden und die anderen sind eher dazu zwei Fragen. Erstens, ist das diese Datafizierung und Komplettverscorung, ist das, sehen das alle gleich oder gibt es da, ich weiß nicht, hast du da irgendwie quasi Herrschaftswissen irgendwie, weiß man ja nicht, ob es da auch innerhalb der Partei Diskussionen gibt, wie weit man sowas treiben sollte oder nicht treiben sollte, gibt es da irgendwie, sind da bestimmte, vielleicht, weiß ich nicht, Städte zögerlicher als andere? Und die zweite Frage, es wird ja sicherlich in China auch NGOs geben oder vielleicht zumindest Einzelpersonen, weil mit Organisationen ist ja immer schwierig, wie man so hört. Hast du Informationen darüber, wie die argumentieren? Also ist das sozusagen ähnlich, sozusagen Freiheit oder sozusagen sind es ähnliche Argumentationsstrukturen oder bildet sich da vielleicht irgendwie ein kultureller Unterschied auch in der Argumentation ab? Oder erkennt man von außen eigentlich gar nicht solche Widerstandspunkte? Dankeschön. Es gibt sehr unterschiedliche Sichtweisen. Es gab zum Beispiel eine Teststadt, die schon vor 2014, die hatten halt auch Scores eingeführt in gute und schlechte, wie man sozusagen Bürger ABCD hatten die, glaube ich, und das ist von der Staatspresse zerrissen worden. Da ist das noch gesagt worden, das ist ganz böse, sowas macht man nicht. Dann hat sich es aber geändert, und ich glaube, ein Problem international mit Digitalisierung ist, dass ganz viele Leute einen sehr geringen Kenntnisstand haben, was Digitalisierung heißt, was das ausmacht und was das für Konsequenzen haben kann. Für viele Leute ist, dass sie eben ihren Teilbereich sehen und sagen, oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch diese ganzen Daten zusammensammeln, was soll das denn? Ich muss den ganzen Firmen auf den Geist gehen, dass sie mir die Daten geben. Das ist also, wenn man sich die unteren Ebenen anguckt, ist sehr viel, oh mein Gott, ich soll jetzt noch wie viel mehr Arbeit machen? Das ist ja ganz schrecklich. Aber das ist halt dann schrecklich, weil die Arbeit anfällt für einen mehr. Und meine Erfahrung ist halt auch, dass auch in Bezug auf deutsche Firmen das oft gar nicht gesehen wird, dass dieser kleine Ärger, den man hat, eigentlich mit dem Social Credit System zusammenhängt. Weil dieser kleine Ärger ist eventuell etwas mit einem Zulieferer ein Problem, aber wenn der Zulieferer Probleme macht, wird es auf einmal ein Problem für die Firma. Und das dritte Problem ist, dass die chinesische Zentralregierung in den letzten, sagen wir mal, Jahren, Jahrzehnten eine Methode sehr gerne gemacht hat, nämlich zu sagen, die lokalen Ebenen sind schuld. Also die haben zum Beispiel gesagt gekriegt, sie müssen sehr viel Geld verdienen in der nächsten Zeit, sie müssen Firmen eröffnen, sie müssen Großindustrie ansiedeln, und dann haben die das gemacht, und dann gab es halt ganz schrecklich viel Umweltverschmutzung, dann gab es ganz mit den Füßen getretene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Und dann hat die Zentralregierung gesagt, also wie ihr das machen könntet, ihr seid schrecklich. Also man kann Macht immer dadurch erhalten, indem man das auf andere schiebt. Und das hat die Zentralregierung in den letzten Jahrzehnten ganz gut gemacht, dadurch auch die Lokalregierung sehr stark unter Druck zu setzen. Und Xi Jinping, das ist ein Projekt, das unter Xi Jinping gefördert worden ist, aber das ganze Sozialmanagement hat auch schon vor Xi Jinping und seiner Clique eine große Bedeutung gehabt, soziales Management. Ich weiß nicht, ob das die Frage befriedigend beantwortet. Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Fand ich sehr interessant, sehr aufschlussreich. Besonders auch interessant fand ich den Hinweis, dass in algorithmische Kategorien oder Technologien immer auch Werte, Vorstellungen, ein Menschenbild eingeschrieben wird. Und wenn man jetzt quasi die Diskussionen auf dem Kongress hier so ein bisschen betrachtet, dann hat man auf der einen Seite immer so ein Bild, als ob algorithmische Kategorien etwas abbilden wollen, und diese Abbildung kann gut oder schlecht sein, mit guten oder schlechten Daten vonstatten gehen oder auch Fehler oder Nicht-Fehler produzieren. Und dieser Aspekt, aber dieser progressive Aspekt, was wird eigentlich eingeschrieben, welche Praktiken werden dadurch in Zukunft zementiert und auf welches Menschenbild, welche Werte und Einstellungen stützt man sich darauf, das geht dabei ein bisschen unter. Und vor diesem Hintergrund, geht nicht voll unter, aber schön, dass es hier auch nochmal gekommen ist. Und vor diesem Hintergrund finde ich das ganz interessant, dass in China dort jetzt quasi durch den Vergleich verschiedener
Testsysteme oder wie Sie es genannt hatten, in gewisser Weise ein Evaluationsraum entsteht, der sich nicht nur da auf die Frage bezieht, ob die Daten und die Kategorien adäquat sind im Hinblick auf bestimmte Statistiken, die auch nicht digital schon bestanden. Das wäre nämlich die eine Evaluationsmöglichkeit. Die andere Evaluationsmöglichkeit besteht ja darin, welche Praktiken entwickeln sich hier eigentlich? Und daraus abgeleitet, mit welchem Menschenbild wird dort implizit welches Menschenbild wird unterlegt. Und genau hier besteht ja der Freiheitsgrad für den politischen Prozess. Und die Aufforderung auf der Seite hatte ich auch so verstanden, dass wir die Algorithmen so verstehen müssen, dass hier die politischen Prozesse stattfinden, in die wir uns einbringen müssen. Und meine Frage ist jetzt, was passiert in China? Wird dieser Evaluationsrahmen auch so genutzt, dass der im Hinblick auf die politischen Grundlagen evaluiert wird? Oder wird er möglicherweise nur im Hinblick auf die Korrektheit irgendwelcher Abbildungen, zum Beispiel Kreditwürdigkeit, im Hinblick auf Daten, die woanders verfügbar sind, evaluiert? Wie wird das in China diskutiert und evaluiert? Diskutiert werden viele Sachen gar nicht, soweit ich das mitkriege. Die Testsysteme sind sehr unterschiedlich und es wird gar nicht so viel von Testsystemen untereinander gesprochen. Also es ist, man kann sogar Teil eines Testsystems sein, ohne irgendwas davon mitzubekommen, weil man einfach eine Zeit lang keine offiziellen, keinen neuen Ausweis, keine Beförderung, keine offizielle Sache hatte. Und nach welchen Kategorien bewertet wird oder wie genau ausgewertet wird, wird auch nicht unbedingt veröffentlicht, das wird intern ausgewertet. Und dadurch gibt es halt auch keinen Diskussionsprozess. Es wird aber zum Beispiel geguckt, wie Leute darauf reagieren, wenn es zum Beispiel Ungleichheiten gibt oder ob Leute das schöner finden, jedenfalls soweit die Daten, die ich habe, wenn die Bevölkerung im Vergleich ist. Und es wird in der Vergangenheit wurde auch immer evaluiert von der chinesischen Regierung, ob es eben soziale Widerstände dann gibt oder ob die sozialen Widerstände kleiner sind. Und das heißt, die Evaluation, die da stattfindet, ist, glaube ich, eher gegen Bewegungen gerichtet als für sie. Ja, ich bedanke mich ebenso für den Vortrag. Fand es ziemlich spannend, auch etwas emotionaler als manche andere. Das hat auch ein bisschen mitgerissen. Ich habe auch jetzt vielleicht ein bisschen mit einer W-Frage daran anzuknüpfen. Ich frage mich, was heißt das für uns? Und du hast es nur so ein bisschen zynisch angemerkt. Ja, Facebook da irgendwie Daten zu teilen, das scheint für die meisten kein Problem zu sein. Und insofern ist es in China der Fall klarer. Ne? Also ich komme auf eine schwarze Liste, ich darf nicht mehr fliegen, ich kriege keinen Kredit. Ich werde vielleicht präventiv festgenommen, weil ich ein Risikofaktor bin. Offiziell noch nicht. Das passiert noch nicht, aber das mit dem Fliegen zum Beispiel und Zugtickets, ja. Das passiert schon. Bei uns ist das so, ich meine, hier werden ja offene Türen eingerannt, aber wir teilen das Zeug freiwillig. Wir werden klassifiziert in Gruppen, wir werden in sozialpsychologische Profile reingepackt, wie manipulierbar wir sind für bestimmte Angstmessages, wie das zum Beispiel bei dem Cambridge Analytica-Fall war. Ich finde, bei uns ist es fast noch perfider, weil wir es nicht in der Hand eines Staates haben, der uns Dinge verbietet, sondern weil wir es in der Hand von größeren Business-Firmen haben, die dann halt so ein datengetriebenes Geschäftsmodell draus haben und wir freiwillig da mitmachen, obwohl wir eigentlich auch nicht weniger stark manipuliert werden, nur wir werden da mehr reingetrieben, statt dass wir irgendwie mit Gewalt gezwungen werden. Und das frage ich mich so, wo stehen wir denn eigentlich, wie können wir denn diese Aufmerksamkeit etwas mehr pushen insgesamt so? Das finde ich total interessant, dass du das ansprichst, weil zum einen hast du den Aspekt der Freiwilligkeit genannt und zum anderen ist es denn besser, wenn es die Privatwirtschaft hat, als wenn es der Staat hat. Ich hatte nach dem CCC-Vortrag sehr viel Diskussion mit Journalistinnen und Journalisten, weil die sich auf einmal brennend dafür interessiert haben. Und da kam eben auch immer wieder dieses Aber in China. Und was eben mich sehr erschreckt hat, ist, dass immer wieder der Chinese an sich kam. Den habe ich nie kennengelernt, den Chinesen an sich. Ich kenne sehr viele, aber keiner ist der Chinese an sich. Also, dass zum einen geglaubt wurde, dass in China ganz schreckliche Sachen stattfinden, die hier nicht stattfinden könnten. Und dass es schrecklich ist, weil eine Regierung daran beteiligt ist. Während ich denke, naja, eine Regierung muss sich zumindest theoretisch vor uns legitimieren, eine Firma nicht. Und bei einer Regierung gibt es vielleicht auch noch Leute, die andere politische Ausrichtungen haben und deswegen
irgendwann sagen, hey, wir finden das voll blöd, was die machen. Übrigens, damit kann man auch das und das machen. Und darüber wird nicht geredet. Aber der Aspekt, ich denke nämlich auch, es ist, die chinesische Regierung sagt auch noch sehr offen, was sie tut. Die veröffentlicht ständig das im Thema. Das kann man nachlesen. Das machen also Firmen nicht so. Also Facebook sagt ja nicht, übrigens, demnächst schreiben wir das Programm um das und das zu machen. Aber der Aspekt der Freiwilligkeit, da hatten wir eben noch eine Diskussion, weil freiwillig dafür so ein schwieriges Wort ist. Wenn ich was freiwillig mache, dann weiß ich ja ungefähr, was das für Konsequenzen hat. Wenn ich jemandem freiwillig 5 Euro gebe, dann gehe ich davon aus, okay, die Person macht was Nettes damit oder geht mir nicht länger auf den Keks. Kann ja auch ein positiver Effekt sein. Aber wenn ich wüsste, die Person kauft jetzt davon eine Waffe, um mir zu schaden, dann würde ich die 5 Euro vielleicht nicht weggeben oder würde sagen, das habe ich nicht freiwillig gemacht. Weil inzwischen, wir machen das ja unwissentlich. Wir sind unwissentlich in Social Media tätig. Oder viele Leute sind das. Es sind ja auch sehr viele Minderjährige, das sind Kinder auf diesen Plattformen. Und da kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass sie das freiwillig tun. Vielleicht müssen wir dafür ein neues Wort finden, aber ich glaube, die Tendenz, dass wir ständig beschäftigt sind mit einer kleinen Maschine, von der man denken könnte, dass wir sie zum Überleben brauchen würden, aber wir brauchen sie gar nicht zum Überleben. Und dass wir so viel Zeit da reinstecken, dass wir keine Zeit mehr zum Nachdenken haben, zum Entspannen, das müssen Menschen machen. Menschen müssen mal entspannen, ganz egal, was uns andere Leute sagen, wie effektiv wir sein müssen. Wir brauchen Erholung, wir haben biologische Körper und wir altern. Und ich glaube, oder meine Erfahrung ist, worauf Leute ganz gut reagieren, ist, wenn man die ganze Sache umdreht und sagt, okay, irgendwann stirbst du, wie willst du denn sterben? So, ne, mit so einem kleinen Streichelding oder vielleicht lieber jemand drumherum. Ich denke auch, dass die Gesellschaft, in der wir leben, erwirtschaftet Milliarden und man kann in kaum ein Altenheim reingehen, ohne Windel zu riechen. Das finde ich, das sind Zustände, die müssen wirklich geändert werden. Und dass man sich so schön ablenken lässt, das ist, glaube ich, was, woran wir wirklich, wirklich nicht nur knabbern, sondern beißen müssen. Ich weiß nicht, ob das beantworten konnte. Es gibt jetzt noch eine letzte Frage. Die Meldung da hinten ist einfach so hartnäckig, das geht nicht zu ignorieren. Aber das ist jetzt die letzte Frage für den Abend aus dem Publikum. Die Kybernetik ist ja eine Ideologie und Ideologien haben ja die Tendenz, sozusagen zu selbsterfüllenden Prophezeiungen zu werden. Und du hast angesprochen, dass die Diskussion um Kybernetik früher stärker war. Vielleicht ist hier auch ein guter Ort für so einen Aufruf. Also es passiert ja hier auch stückchenweise, aber die versteht sich ja auch irgendwie als Wissenschaft. Kannst du da noch Ansatzpunkte nennen, aber ich glaube, das auch ideologisch sozusagen zu widerlegen, das alles rechnet, ja, das bei der Zellteilung rechnet das Genom ja und wenn wir denken, rechnen wir nur. Also fände ich jetzt für den Ort auch nochmal gut, nochmal zu überlegen oder anzustoßen, wie man das ideologisch oder wissenschaftlich auch in Frage oder dem begegnen kann und nicht nur an den Auswirkungen sozusagen. Ich glaube, eine Methode ist, dieses Wort zu nennen. Also ich merke halt auch immer, dass beim Wort, wenn man Kapitalismus sagt, da zucken bestimmte Leute immer wieder. Aber ich finde, man kann das aussprechen, ansonsten ist man bei Harry Potter und irgendjemand heißt, der den man nicht nennen darf. Und auch der Kapitalismus ist eine Ideologie. Und der formt, ich glaube, Menschen ist oft einfach nicht bewusst, wie stark wir von Vorstellungen geformt werden. Uns wird beigebracht, dass wir objektiv sein können und dass wir unbeeinflusst sein können, besonders im Westen. Im Osten, die haben ja immer Ideologie, wir im Westen ja nicht, wir haben Kapitalismus. Und ich glaube, ein Ansatz ist, darüber zu reden und ein Ansatz ist, darüber mit Leuten zu reden, was die Leute, die uns Technologien verkaufen wollen, egal ob sie aus Shenzhen kommen oder aus dem Silicon Valley, was deren Menschenbild ist und was deren Philosophie ist und wie eine Gesellschaft aussieht, die sie sich vorstellen und ob man wirklich in dieser Gesellschaft leben will. Das versuche ich als Ansatz, aber ich bin gerne offen für bessere Ideen. Vielen Dank, Katika. Ich glaube, du hast damit auch wirklich jetzt nochmal uns hier so einen Push als Abschluss gegeben, uns aufgezeigt, okay, wir können
irgendwie auch mal ein bisschen prüfen, bevor wir immer die Schreckgespenste Scoring in China anfangen aufzuführen, können wir auch mal ein bisschen prüfen, wie viel Scoring wir uns freiwillig schon mit der Social-Media-Nutzung unterwerfen. Und ich glaube, du hast ja auch eine großartige kritische Perspektive nochmal zum Schluss aufgemacht. Vielen Dank. Danke, dass ihr mich ertragen habt. Und Mel, danke für die Einladung hier. Es ist schön, hier zu sein. Und ich freue mich, wenn die Diskussion weitergeht. Und genau, wenn ihr euch noch Ideen habt, dann meldet euch gerne bei mir.